Da sieht man hier irgendwie. Na, kommt. Wo seid ihr? Komm raus. Jetzt aber. Oh, da ist irgendwas ge... Ach du Scheiße. Oh oh. Das sieht gerade gar nicht so gut aus für uns. Hilfe! Ach du Scheiße, was haben wir denn alles gelassen? So, bevor, bevor ich abspeichere, gucke ich erstmal, ob wir hier genug aufgesammelt kriegen. Um wenigstens einen Teil wieder auszugleichen von dem, was wir hier jetzt gerade verloren haben. Puh. Boah, das war ja ziemlich heftig. Vor allen Dingen, dann kam die von hinten an. Das kriegt man ja gar nicht mit. Wenn die einen da von hinten angreifen, wenn man nach vorne hin schießt. Was ist das denn? Hä? Was soll das denn sein? Eine komisch geformte Christbaumkugel, man weiß es nicht. Ach, hier ist schon wieder nichts mehr. Okay, weiter. Was ist denn hier in dem Kleinen? Waren wir da jetzt schon, oder? Na, komm schon. Nee. Ist nix. Da gucken wir auch nochmal eben. Ach du Scheiße. Da fehlt der Boden. Okay. Den haben wir. Ah ja, unser Maschinengewehr ist auch voll. Irgendwas stöhnt doch hier. Boah, das sieht ja geil aus. Muss ich ja mal sagen. Seht euch das mal an. Das sieht doch richtig so unheimlich aus irgendwie. Und dann in dem Nebel. Ach da. Oh oh. Ich hoffe für uns, dass das der Hall war. Also unser Echo. Ist das geil. Und dann da so die Brücke ins Ungewisse. Ich muss sagen, sieht schon geil aus. Ich kann es nicht oft genug sagen. Aber genau solche Momente entgehen einem, wenn man das Spiel einfach nur hier durchbraust, durchrennt, etc. Das entgeht einem dann alles. Okay, haben wir voll. Ich sage immer wieder, man muss die Atmosphäre des Spiels genießen. Man sollte sich auch die Zeit nehmen, sich die Details anzusehen. Denn das machen ja schließlich die Spieler aus. Es ist ein Spiel, soll ja keine Arbeit sein und hier schnell weg und och, einfach durchmachen und fertig ist die Kiste. Nein, 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 das ist ja nicht Sinn und Zweck des Spiels. Ach so, können wir denn hier, Moment mal eben, Taschenlampe wollte ich. Guten Abend. Der Postbote ist da. Ne, da ist nix. Tür hörte sich gerade komisch quietschend an, als wenn Ratten da wären. Oh, was ist denn hier verarbeitet worden? Soldat durcheinander. Aha, also, interessant. Bei Fo- Ach, da ist schon wieder der Chinesenverpackung. Ja, bei Fallout 3 könnte man jetzt hier jeden Scheiß mitnehmen. Und sich dann zu Hause damit einrichten. Okay, pass auf, pass auf. Haben wir hier irgendwie, haben wir irgendwie. Ja, haben wir. Man muss sich nur zu helfen wissen.
Ey, Karamba. Wir haben die Armbrust. Scheiße. 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 Das war der, den wir auch gehört hatten. Mit diesem komischen Geräusch. Boah, da haben die mich aber jetzt auf dem schlechten Fuß erwischt. Ich war jetzt so begeistert, dass wir diese Armbrust gefunden haben. Och, geil. So, weil auch das ist nämlich so eine Sache. Wenn man nicht einfach sich die Zeit nimmt, alles hier so durch zu erforschen und zu durchsuchen, sowas gemeint. Ja, dann sieht man solche Sachen ja auch alle nicht, ne? Und da wir hier alles durchsuchen und uns die Zeit nehmen, entdecken wir auch solche lustigen Gegenstände wie die Armbrust. So, ich mach mal wieder Licht für euch an. Was war das hier? Ach, da kommen wir da raus. Da sind wir ja reingekommen. Ja, können wir eigentlich auch direkt wieder rausgehen. Taschenlampe aus. Ich dachte, ich hätte schon wieder was gehört. So, da waren wir überall gewesen. Das heißt, hier können wir nichts weiter machen. Da oben sieht es doch schon wieder ziemlich nach einer Festung aus. So, Moment mal. Wie geht's denn jetzt weiter? Kommen wir da hochgefahren? Da geht da auch so ein Weg hoch, oder? Das war garantiert bewacht. Das ist die Frage, fahren wir hier hoch? Ach, sollen wir es einfach mal ausprobieren? Ist doch scheißegal. Zur Not können wir immer noch mal Quickload machen. Aber ist doch bestimmt eine witzige Sache, oder? Versuchen wir es einfach mal. Hui. Hui, 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 hui. Oh, oh. Vielleicht brauchen wir da etwas mehr Anlauf für. Nein. Shit. Hm. Oder fahren wir doch lieber hierher? Okay, spontan habe ich entschieden, wir fahren doch mal hierher. Stehen tut da keiner, ne? Okay, kann man doch bestimmt irgendwie ausschalten, oder? 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 Oder auch nicht? Shit. Hä? Warte, nu? Können wir nicht? Oh, ich glaube, da müssen wir bestimmt noch irgendwas unten machen. Dann ist unsere Mission unten noch nicht erfüllt. Jetzt ist die Frage, lassen wir den hier stehen? Oh Gott. Was ist denn hiermit? Speichern. Und wenn wir... Okay, wir gehen mal hier runter. Und dann gehen wir mal da hinten durch die Tür durch. Da irgendwie. Moment mal eben. Wir können auch... Nein! Scheiße, treffen muss man auch noch. Alter Schwede. Uiuiui, ui, ui, das muss aber echt getroffen werden. Huiuiui, ui, da war ja noch einer von denen. Donnerwetter. Die habe ich ja gar nicht, also da hätte ich jetzt auch nie mit gerechnet. Hui. So, jetzt gucken wir mal. Wir kommen wahrscheinlich, ja, oder... Ne, wir können ja auch hier wahrscheinlich gleich wieder hochklettern, irgendwie. Keine Ahnung.
Wir hoffen jetzt nur mal, dass die Tür offen geht. Ein Glück. Die Tür ist offen. Was erwartet uns? Ist diese Brücke in festen Händen der Soldaten? Wir werden es gleich wissen. Nachdem die Daten geladen wurden. Ich finde es ja so geil, wie hier die Brücke aussieht. Und dann da schon so überall die Risse drin, so alt und... aber trotzdem richtig monströs. Richtig dickes, fettes Mauerwerk. Ist schon geil. Und der Wind pfeift uns um die Ohren. Ist natürlich auch ziemlich heftig gebaut da, ne? Also wenn ich mir das so im realen Leben vorstelle, huiuiuiui, da würde ich mir zweimal überlegen, ob ich mich da drauf stelle. Auch wenn ich nur natürlich maximal 20 Kilo wiege, ne? Im normalen Leben. Ist klar. Huhuhuhu. Oh oh. Was haben wir hier? Wir gehen die Treppe hoch. Noch ist alles ruhig. Doch das kann sich jederzeit ändern. Ich vermute, dass da hinten Soldaten sind. Boah, ist das geil. Da sind die letzten Raben aus Ravenholm, die da fliegen. Da überall. Okay, dann... Hilfe! Hilfe! Was ist das denn da unten? Moment mal. Wir sind von da gekommen. Können... Ah, hier sind wir. Ah! Alles klar. Da sieht mir so aus, als wenn wir da so drüber laufen müssten. Das heißt, da müssen wir garantiert erst hier runter. Alter Schwede, sieht das geil aus. Jetzt fehlt mir so ein bisschen hier diese Alien-Waffe aus Half-Life 1. Beziehungsweise Black Mesa, denn damit würde ich den jetzt dann mal eben schnell runterholen. Alter, ist das geil. Das sieht sehr kalt aus. Dieses Windrauschen und dann da so. Hui, 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 hui. Wo ist denn eigentlich... Boah, ist jetzt die Frage, aber ich glaube hier... Hier hoch? Nee, oder? Nee. Nee, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, das gehen wir von hier aus an, oder? Und springen da jetzt drauf... So, pass mal auf. Wir speichern mal eben einmal richtig ab. So, und dann überlegen wir mal eben. Hoffentlich nicht wieder zu kompliziert. Und daher ist es ganz einfach. Wir jumpen da jetzt gleich drauf. Laufen daher. Gehen dann am besten nicht daher, wo das Ding ist, sondern da, da, hoch. Und dann werden uns da die Soldaten angreifen. Und hui! Die Musik stimmt uns ein, wagemutig in dieser Höhe zu balancieren. Während die Vögel sich durch den Wind tragen lassen, tragen wir eine enorme Verantwortung. Werden wir dieser Verantwortung gerecht? Und ob wir richtig liegen? Sehen wir, wenn das Licht angeht. Wir haben es geschafft. Darauf einen Speicherer. Alter. Du bist das ganze Empfangskommando? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Fährt da gerade ein Zug drüber? Das hört sich ja so an. Hilfe! Hilfe! Hört der Zug auch irgendwann mal auf? Oder müssen wir jetzt so zittrig hier weiter? Das wäre aber nicht witzig.
Ach du Scheiße. Ich glaube, das lässt nach, ne? Ich glaube, es lässt nach. Ay, caramba. Okay, hier ist ja schon auch einiges hops gegangen. Bei den Erschütterungen hier... bei den Erschütterungen hier... ist das ja auch kein Wunder. Okay, wir machen einmal unseren Speicherer. Uah. Und dann... gehen wir weiter zur nächsten Ebene. Da liegen Medipacks, aber wir sind momentan noch... auf 100% Gesundheit. Hachi. Moment. Nochmal speichern. Ich möchte mal wissen, was ist, wenn wir hier drauf gehen. Aha.